Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Age. So, dann wollen wir jetzt hier noch mal Ja. bisschen Hoffentlich findet ihr, wonach ihr sucht. weiter gucken. Ja, ich hoffe auch, dass wir finden, wonach wir suchen. Hier haben wir noch einen Schreiber. Meine Arbeit ist enorm wichtig. Okay. Bin ganz leise. Shay, Füße hoch. Du bist zu laut. So, hier haben wir noch ein paar Bücher. Selbstverständlich. Das war auch viel zu laut, Jail. Hier haben wir noch ein Buch. Sehr schön. Okay. Hier liegen überall Bücher rum, Wird erledigt. die uns zusätzliche Epi Ja. gewähren. Wie Ja, ihr dann meint. lesen wir das mal alles. Zügig gucken wir uns auch alles an. Hier haben wir noch ein Buch. Selbstverständlich. Ich bin Und hier. ja, das ist gut. Ja, natürlich. Okay. Die Suche nach dem wahren Propheten. Gut, dann sind wir jetzt hier mit der Halle der Bewahrung wirklich durch. Würde ich sagen, gehen wir mal raus, aber erstmal machen wir einen Stufenaufstieg. Nicht, Shale? Das wird doch nicht schaden, oder? So, dann kriegst du einen auf Stärke, einen auf Konsti und geben wir dann nochmal einen auf Willenskraft. Und was lassen wir dich jetzt erlernen? Wie wär's mit Idernen Griff? Ach, damit kannst du jemanden bewegungsunfähig machen. Okay. Und steinerner Schrei. Naja, jetzt nicht so der Burner. Und dafür fehlt uns Geschicklichkeit. Ach, wir hätten noch einen auf Geschicklichkeit mehr machen müssen. Jetzt habe ich die Punkte aber schon verteilt. Das ist blöd. Dann machen wir erstmal den Griff. Spielen. Ist auch richtig eingesetzt. Ne, hier, so. Gut. Und jetzt können wir auch rausgehen. Okay. Also hier haben wir ja jetzt soweit alles. Dann wollen wir mal gucken, ob wir da einfach mal reinspazieren können hier. Kammer der Versammlung. Ja. Oh ja, können wir. Aha, da steht schon der Erste. Hey. Ja, hey. Willkommen, Wächter. Es ist für Orsama stets ein Segen, euren Orden zu empfangen. Ich bin Vortec Gevorn, oberster Berater des edlen Prinzen Belem. Was bringt ihr für Neuigkeiten? Ich brauche Unterstützung gegen die Verderbnis. Ja, der Vertrag. Ich habe ihn in der Bibliothek der Bewahrer gesehen. Das Problem ist nur, dass diese Verpflichtung ausschließlich für unseren König gilt. Und so etwas haben wir im Moment leider nicht. Könnte ich irgendwie behilflich sein? Mein Prinz ist der rechtmäßige König, aber enttäuschend viele Lords unterstützen den Thronanspruch des Emporkömmlings Harrowmont. Wenn ihr Prinz Belen unterstützt, könnte er euch bei euren Wünschen vielleicht behilflich sein. Was muss ich dafür tun? Harrowmont hat dasselbe Stück Land zwei verschiedenen Dashiers versprochen, Lady Dace und Lord Helmy. Harrowmont kann das Land nicht beiden geben, aber das werden sie erst nach der Wahl herausfinden. Ich habe Kopien der Schuldscheine, die Harrowmont den beiden gegeben hat. Wenn sie sie gesehen haben, überdenken sie vielleicht ihre Wahlentscheidung. Woher habt ihr diese Schuldscheine? Das ist unwichtig. Ihr könnt sagen, ihr hättet sie auf der Suche nach eurem Vertrag in der Bibliothek der Bewahrer gefunden. Könnt ihr das nicht irgendwo melden? Normalerweise beschäftigen sich die Bewahrer mit solchen Vorwürfen. Das sind die Scholaren, die unsere Gesetze, Chroniken und Stammbäume verwalten. Sie sind die Schlichter aller Konflikte in Orsama.
Doch der wichtigste von ihnen, der Bewahrer der Erinnerungen, hat leider einen Großvater, der ein Vetter ersten Grades von Lord Harrowmonts Tante ist. Natürlich ist von ihm keine vorurteilsfreie Bewertung zu erwarten. Er würde wegen eines entfernten Verwandten seine Pflicht vernachlässigen? Ich kann von Oberflächlern nicht erwarten, dass sie verstehen, wie wichtig die Familie in Orsama ist. Der Bewahrer ist parteiisch. Und wenn ihr Prinz Belens Hilfe wollt, müsst ihr zeigen, wo eure Loyalität liegt. Werdet ihr es tun? Ich muss darüber nachdenken. Das Angebot gilt nicht ewig. Wenn mein Prinz erfährt, dass ihr seinem Feind Treue geschworen habt, ist er das nächste Mal nicht mehr so freundlich. Ich bin hier, falls ihr es euch anders überlegt. Okay, die Gunst des Prinzen. Mhm. So, hier hinten können wir auch nochmal hin. Die Versammlung tagt gerade. Wenn ihr leise seid, könnt ihr hinein und zusehen. Okay. Ich werde es tun. Euer Verstand muss zu Staub zerfallen sein, wenn ihr glaubt, dass wir das zulassen. Die Hälfte der Häuser fiele ohne den Handel mit der Oberfläche dem Ruin anheim. Der Vorschlag gilt nur so lange, bis gewährleistet ist, dass die Oberflächler uns respektieren. Damit ihr bequem die ganzen Verträge übernehmen könnt. Eher pflanze ich euren Kopf auf eine Speerspitze. Deshiers Lords und Ladies der Versammlung, ich habe zur Vermeidung von Gewalt bereits die Wachen verdoppelt. Reicht das immer noch nicht? Seneschall Bendelor, Belens Anhänger fesseln uns die Hände mit Banalitäten. Wir könnten ebenso den Stein abtragen und den Himmel hereinlassen. Ich schlage vor, wir stimmen ab. Und ich schlage vor, dass ihr Bekanntschaft macht mit meinem Familienstreitkolben. Genug! Die Versammlung vertagt sich, bis die Mitglieder sich wieder beruhigt haben. Oha, sieht nicht gut aus. Bei allen vom Stein verlassenen Narren und Staubfressern. Tut mir leid, das ist die Versammlung der Clans. Nur Deshirs und Staatsgäste haben Zutritt. Erkennt ihr einen grauen Wächter nicht? Verzeiht, ich bin müde und habe die Nachricht der Torwache völlig vergessen. Willkommen in Orsama, Wächter. Ich hoffe, ihr überseht die Unruhen hier. Der Verlust unseres Königs hat uns schwer getroffen. Doch trotz allem Respekt für eure Position wird man euch erst anhören, wenn auf dem Thron wieder ein König sitzt. Eine Verderbnis naht. Beunruhigend, aber ohne Bedeutung gemessen an unserem leeren Thron. Die Versammlung ist gegenüber allem anderen blind. Ist der Stadt denn gleichgültig, ob die Welt untergeht? Das hier ist ihre Welt. Und die ist schon mit König Endrins Tod untergegangen. Lässt sich dieser Stillstand irgendwie aufheben? Ich gebe zu, Wächter, da bin ich selbst ratlos. Es liegt an Prinz Belen und Lord Harrowmont. Und in diesen unsicheren Zeiten sind beide sehr misstrauisch. Julin Forrender, Harrowmonts Berater, hält sich im Harrowmont-Anwesen auf. Walter Gavorn, Prinz Belens rechte Hand, ist oft hier in der Versammlung anzutreffen. Ich wünschte, ich hätte mehr für euch tun können. Okay. Na gut, dann tust du noch das für uns. Und dann gehen wir mal wieder raus. Dann hören wir uns auch nochmal Harrowmont an. Dalton? Ich hörte schon, dass ein grauer Wächter in der Stadt ist. Ich bin Julin Forrender, Berater von Lord Harrowmont, dem von König Andrin bestimmten Thronfolger. Es geht das Gerücht um, dass der Oberfläche eine Verderbnis droht. Eine Schande, dass wir derzeit außerstande sind, zu helfen. Ich habe einen Vertrag, der Orsama zur Unterstützung gegen eine Verderbnis verpflichtet. Mag sein. Und die Oberfläche ist sicher in großer Gefahr. Aber selbst wenn morgen die Welt untergeht, kann Lord Harrowmont Belen heute nicht ignorieren.
Er kann niemandem trauen, der seine Loyalität nicht unter Beweis gestellt hat. Wie kann ich beweisen, dass ich nicht für Belen arbeite? Das ist ein großzügiges Angebot. Wenn es euch ernst ist, solltet ihr heute am Tornai teilnehmen. Die Dashiers nehmen es sehr ernst. Unglücklicherweise konnte Belen die besten Kämpfer des Hauses Harrowmont erpressen oder einschüchtern, sodass sie nicht daran teilnehmen. Ich soll also in Harrowmonts Namen am Tornai teilnehmen. Eure Loyalität wäre damit jedenfalls eindeutig geklärt. Belen würde nie mit jemandem arbeiten, der ihn derart erniedrigt. Harrowmont hätte dann bei einem Treffen mit euch nichts mehr zu befürchten. Ja, gut. Jetzt. Also vom ersten Treffen her, Harrowmont war ja eher so. Ja, der ruhige und nicht so streitlustige. Und der Prinz war eher so, ja, hat mir nicht gepasst, schlachten wir sie alle ab. Komm, wir unterstützen Harrowmont, weil der König muss auch ab und zu ein bisschen ruhiger sein, bezüglich auch nicht immer den Konflikt suchen. Ich melde mich beim Tornai an und finde heraus, warum sich die anderen zurückgezogen haben. Ausgezeichnet. Die Arena liegt beim Ständeviertel. Sprecht mit dem Torneimeister und sagt ihm, dass ihr für Lord Harrowmont antretet. Die wichtigsten zurückgetretenen Kämpfer waren Gwydion und Basil. Ihr findet sie in den Vorbereitungskammern der Kämpfer hinter dem Ring. Ihr müsst das vor den Kämpfen erledigen, denn mit Beginn des Torneis wird die Teilnehmerliste geschlossen. Wenn ihr nochmal zu mir wollt, ich bin in der Schenke beim Ständeviertel. Der beste Ort für Klatschgeschichten oder auch die Meldung von eurem Sieg. Okay. Also, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, ist das Tornai so was ähnliches wie ein Arena-Fight. Und wir müssen uns jetzt beweisen. Königlicher Palast, können wir da einfach rein? Ja. Ja, dann gehen wir uns das auch nochmal angucken. Nach dem Ladescreen, versteht sich. Ah, jetzt. Oh, gleich zwei Wachen. Hey, hier geblieben, Wache. Hey, königliche Wache. Schappa, schappa. Hehe. So. Na. So. Hier haben wir noch eine Adlige. Guten Tag, grauer Wächter. Ebenfalls guten Tag, Adlige. Königliche Wache, da stehen ganz schön viele rum. Da können wir auch einfach reingehen. Was war das? Hier steht noch ein Adliger. Es tut gut zu sehen, dass die grauen Wächter wissen, wer der rechtmäßige König von Orsama ist. Okay. Der Prinz weiß eure Unterstützung zu schätzen, Wächter. Aber ich... Okay. Wir hinterfragen es mal nicht. Ich weiß schon Bescheid. Aber glaubt nicht, dass ihr damit durchkommt. Womit denn durchkommen? Königliches Anwesen. Shale, benehm dich, ist ein Adliger. Das geht doch nicht. Kannst hier doch nicht jeden einfach im Anrempeln. Muss ich jetzt auch nicht in die Ecke stellen. So. Da drüben haben wir jetzt noch eine Tür. Das ist eine Druckplatte. Bloß, was macht die? Wird erledigt. Okay. Idiot! Das ist nicht die... Ein Stollendiebe.
Okay, Kettenblitz. So. Shale, renn mal gleich drauf zu. Sehr schön. Oh. Ei. Komm, Shale, mach mal hier ein B. Okay. Da hinten ist noch einer. Böser Schrei. Was geht hier vor? Wie ihr meint. Vor! Bei den Ahnen. Sehr gut, Wächter. Ihr kam zur rechten Zeit. In Zeiten der Verzweiflung neigen die Leute zu seltsamen Handlungsweisen. Ja, das denke ich aber auch. So, hier können wir nicht durch. Hier auch nicht. Gehen wir mal hier durch. Da geht's irgendwo weiter. Hier ist ein Raum. Was haben wir hier? Nichts. Okay, gehen wir hier wieder raus. Kommen wir hier lang. Hier haben wir zum Beispiel eine Truhe. Ihr könnt mich um alles bitten. So. Ach stimmt, das ist ja hier eine Passive. Ja, das kostet mir jetzt gerade zu viel Ausdauer. Machen wir erstmal wieder aus. Gehen wir hier durch die Tür. Okay, was haben wir hier? Glasphyrolakterien. Viele vom König Erdrins Besitztümern wurden eilig eingelagert, darunter auch Trophäen seiner langen Herrschaft. Unter dem Kisten ist auch ein kleines Glasphyrolakterien. Der Bereich ist unnatürlich kalt. Dunkle Schatten wirbeln um ein Stück Papier in dem Fläschchen. Das Fläschchen nehmen. Das Glas zerbricht, als du es berührst. Und hallo Wiedergänger. So, wir machen mal erst einen verkrüppelten Schuss. Shale, finaler Schlag. Du machst eine Steinfaust auf ihn. Und ich versuche dich jetzt mal mit blutigen Griffen zu setzen. Gleich zieht er. Dann soll es. Aber Shale hat so sein. Gegen Eis. Sehr schön. Nun. Zur Seite. Ja, ich gehe da schon zur Seite. Bin schon beiseite. Okay. Mach du mal eine Massenverjüngung. Shale, zerschmettern. Meine Kräfte sind euer. Du hältst ihn gut auf Trab. Oh. Na, okay. Du hast ein bisschen was abgekriegt. Ist aber nicht so schlimm. Und Lebenswächter haben wir hier auch nochmal. Das machst du mal bitte auch auf Shale. So. Dann machen wir nochmal. Ziehen uns nochmal ein bisschen Lebenskraft an. Wie kannst du es machen? Sehr schön. Und. Na komm. Shale zerschmettern. Ich muss den Weg nicht verlieren. Das war's. Ah, jetzt sind die langsam sogar relativ easy. Gut, nehmen wir uns alles mit. Mit der Massenverjüngung ging das sogar recht gut. Hier haben wir noch eine Holzkiste. Nehmen wir uns auch mit. Okay, und dann gehen wir erstmal weiter. Hier jetzt einmal in die Ecke. Wird erledigt. Hallo? Was haben wir denn hier?
Der Thron von Orsamar. Aha. Im Stein gefangen. Gut, ja. Dann gehen wir hier jetzt wieder durch die Tür. Ja. Und da können wir leider nicht durch. Hey. Kommen wir vielleicht mit ihr? Nee. Schade, schade. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen Cut. Das interessiert mich jetzt aber mal. Frei bewegen. Jetzt nehme ich mal Shale. Irgendwo muss doch jetzt hier was anders sein. Das kann doch nicht... Aber was ist jetzt hier anders? Bezüglich wo? Ihre Hände sehen übelst geil aus. Hier ist nichts anders. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Tür kann nicht geöffnet werden. Hat sich hier was verändert? Auch nicht. Hm. Keine Ahnung, wofür diese Platte ist. Es hört sich so an, als wenn es da hinten ist. Naja gut, machen wir jetzt hier erstmal einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann.